Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Redlets Technik LP. Heute geht es so ein bisschen zur Sache, wir machen alles so ein bisschen querbeet. Als erstes, der Turm macht sein Ding, das haut jetzt hin, ich habe das ein bisschen tuckern lassen. Da ist schon wieder die Biene. Und diese Geschichte werde ich jetzt erstmal auszulassen. Das haben wir ja prima mit dem Schalter gelöst und das Ding, naja gut, können wir ja später nochmal angehen. Dann hat Redlet Tür zu, man sitzt wie auf dem Luftballon. Hier jede Menge Blei und Silber aus Faktorisation. Das hauen wir jetzt gleich nochmal an. Ach Mist, jetzt habe ich es rausgenommen. Jetzt habe ich noch mehr am Hals von dem Zeug. Ich habe das nämlich extra hier reingeschmissen, dass ich das nicht vergesse. Das war so der Hintergrund. Und zwar, ich nehme das mal kurz raus. Das können wir irgendwo reinschmeißen. Und zwar, mir fehlt was. Mir fehlt hier unten in meinem Inventar. Ich hatte nämlich Zeug in meinem Inventar. Das habe ich wahrscheinlich irgendwo hingelegt, wo ich gesagt habe, hier kann es nicht wegkommen. Und jetzt finde ich es nicht mehr. Das ist natürlich saublöd, ne? Aber das gibt es doch nicht. Das finden wir. Moment. Nee. Hier. Ach, übrigens. Ich habe jetzt meine Mining-Strategie noch ein bisschen optimiert. Ich habe deswegen auch gemeint, weil wir ja hier zwischendurch immer wieder zaubern. Meine Güte, echt. Und zwar habe ich hier schon meinen Mining-Drill ein bisschen verzaubert mit Fortun 1 und Effizienz 2. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich losgezogen bin und habe gemeint bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann habe ich mir noch ein Buch gemacht. Hier, Fire Protection, damit können wir eine Rüstung dann schön verzaubern. Und Unbreaking. Und dieses Unbreaking, das kann man jetzt nicht auf diesen Diamond-Drill, kann man auch, aber es macht ja keinen Sinn. Hier macht es auch keinen Sinn. Es macht Sinn. Hier macht es Sinn, ne? Bei unserem guten Schwert, was wir auch irgendwann mal reparieren müssen, das habe ich auch noch. Und das wollte ich jetzt eigentlich mal ausprobieren mit euch zusammen. Also das packen wir jetzt oben drauf. Kostet uns 10 Steine. Ja, also sagt man so umgangssprachlich. 10 Taler, 10 Steine. Disjunction, Knockback, zurückschlagen eben, dass die Gegner zurückgeschlagen werden. Und jetzt hauen wir noch oben drauf, dass das Ding nicht zerbricht. So, jetzt haben wir ein super duper Schwert, aber reparieren müssen wir es nochmal, ne? Und zwar, das geht mit Silber. Ich hätte das gerne noch ein bisschen repariert, dann haben wir das nämlich auch mal gesehen. Vorausgesetzt, die Pünktchen reichen. Das war was mit Silber. Ich meine, das muss auch mal sein, sowas. Das ist auch wichtig. Und gerade hier bei diesem Mining-Drill, da wollte ich eigentlich noch ein schönes, also dieses Effizienz 2, das bringt hier in dem Sinne was, dass, wenn zum Beispiel die Batterie leer ist, der trotzdem rödelt. Ja, also der, man kann ordentlich abbauen. Und mit Fortun 1 kommen halt hier auch, oder besteht die Chance zusätzlich, dass halt mehr Items getroppt werden, wenn man zum Beispiel Kohle abbauen oder Redstone und so weiter. Das ist natürlich noch besser, das nehme ich immer für die Diamanten. Deswegen habe ich jetzt auch so viele Diamanten. Also, dich mal hier rein und mal gucken, was das jetzt kostet. Nee, das geht nicht. Das ist jetzt vorbei. Das ist nicht mehr. Na, das kann ich jedenfalls nicht verwenden. Da muss ich nochmal gucken, ob das wirklich Silber war. Wenn wir es nicht reparieren können, dann müssen wir es halt bis zu seinem Lebensende einsetzen als Enderschwert. Ich nehme es auch für nichts anderes. Nur für diese Geschichte. Gut, vergessen wir jetzt mal. Muss ich nochmal nachrecherchieren. Habe ich auch nicht getestet. Also, jetzt tun wir mal für dieses Faktorisationszeug ein bisschen was vorbereiten, ne? Dass wir das so mit reinlaufen lassen, damit wir dann nicht irgendwann damit anfangen müssen. Und ja, so haben wir schon ein bisschen was. Was wir dazu brauchen, ist hier eine Wasserflasche. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen, das muss raus, wir brauchen hier so ein bisschen Gunpowder und die Wasserflasche. Halt, das ging glaube ich so. Die Wasserflasche hier und die Kohle kommt hier und dann bekommt man hier raus Säure. Ne? So, oh, die kann ich stecken, das ist natürlich toll. Und jetzt zeige ich euch auch, für was dieses Waschbecken hier eigentlich ist. Ne? Also wir sind bestens ausgerüstet in unserem Labor. Haben wir alle Tier, coole Sache. Dann mache ich hier gleich nochmal so Botteln für Batterien. Für Faktorisation. Und da wir hier genug haben von dem Zeug, haue ich das jetzt weg. Da kann man auch Schwefel nehmen, ne? Also Schwefel, Kohle, glaube ich.
oder Schwefel und noch irgendwas, egal. So funktioniert es auf alle Fälle. Jetzt haben wir hier 6-mal diese Säure. Jetzt muss ich mal auf meinem Zettel ein bisschen gucken. Den habe ich mir auch vor ein paar Wochen mal geschrieben, dass ich das nicht vergesse, dass ich das irgendwann überhaupt mal mache. Und zwar, da muss ich jetzt überlegen. Das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, also so rezepttechnisch. Wir brauchen diese Säure, wenn mich die alles täuscht, muss die hier in die Mitte. Und dann brauchen wir hier unser Blei und wir brauchen Iron. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also eine Batterie besteht ja aus mehreren Komponenten, meistens 2 verschiedene Metalle und eine Säure. Also Metallplatten und Säure. Ich könnte einfach nachgucken, aber ich rate mal. Und Iron. Echt Iron, na gut. Testen wir doch einfach mal aus. Ist jetzt nur eine Vermutung. Nein, das ist falsch. Na gut, ich gucke im Buch nach. Also, das nennt sich... Wir brauchen nämlich erstmal so eine Batterie. Diese Batterie. Na gut, da hätte man jetzt auch drauf kommen können. Wenn man seine Birne ein bisschen angestrengt hätte, hätte man hier drauf kommen können. Tja. Also. Hier. Da haben wir sie schon. Dann tun wir sie vielleicht hier rein, dass wir mindestens 2 rauskriegen. Ich hätte gern noch eine gehabt. Ach, wegen der Säure. Erst das Wasser, dann die Säure, ne? Sonst geschieht das Ungeheure. Wer kennt das? Das war falsch rum, aber es interessiert mich jetzt, ob das auch so geht. Nein. Hätte es sein können. Hätte ja durchaus sein können. So. Also mache ich jetzt mal 2 Batterien. Mit diesen Batterien kann man einen Magneten machen. Den brauchen wir nämlich, diesen Magneten. Ich glaube, da braucht man immer nur einen. Das ist so ähnlich wie bei Red Power und diesen Diaplates da. Ich muss mal kurz... Ach nee, das steht hier nicht, ne? Dieses Rezept, glaube ich, steht nicht da. Das muss man nachschlagen. Ich brauche mal noch ein bisschen Eisen. Das hätte ich jetzt noch gern gemacht. Müsste jetzt lügen. Nein. So rum vielleicht. Nein. Vielleicht Blei. Wo ist denn das Blei? Auch nicht. Ach, du dickes Ei. Aber ich bezweifle, dass ich den Magnet hier drin habe. Hier, dieser. Doch, da ist er. Jetzt brauchen wir Kabel. Also, hier raus. Das raus. Dann müssen wir nämlich hier diese Wire machen. Das da, ne? Ja gut, dann mach mal ein paar. 64. So, weg ist es, das Zeug. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie der Magnet ging. Also hier außenrum, Eisen und die Batterie. Die entlädt sich nämlich dann, wenn wir das benutzen. Eisen. Und jetzt habe ich, glaube ich, wieder nicht aufgepasst. Ich knall Körbe. Ach, das ist doch nicht wahr. Hä? Wie was? Ach. Mensch Gott. Gottchen, genau umgedreht. So, also hier und dann haben wir irgendwo noch Blei rumliegen. Das kann ja nicht alles sein. Hier. So. Und das Blei hier außenrum. Sehr schön. Und da passiert gar nichts. Weil? Ja, wieso eigentlich? Was habe ich denn jetzt hier außenrum gelegt? Okay. Naja, was soll's. Mein Gott. Okay, jetzt haben wir dann. Und davon brauchen wir doch nur einen. Ich mach trotzdem mal 2. Die Batterie entlädt sich jetzt, ne? Die geht nicht weg, sondern die entlädt sich, weil natürlich mit diesem Konstrukt dieser Magnet hier erst magnetisiert wird. Das kann man ja auch machen. Warum geht das nicht raus? Weil wir hier schon wieder voll sind. Und es ist finstere Nacht. Ah komm, ich geh mal schnell ins Bett. So. Das jetzt alles durchzuziehen in einer Folge ist sowieso ein bisschen schwierig. Da hätte ich das wirklich knallhart vorbereiten müssen mit allen Rezepten. Dann hätten wir das machen können. Aber ich finde das so viel spannender, die Sache so mit euch zusammen zu entdecken. Na komm. Okay. Jetzt haben wir hier eine Batterie, die nur noch so ein bisschen voll ist, ne?
Und wir haben noch eine volle. Das ist das Coole. Hier kriegst du nämlich eine volle Batterie. Das ist eine richtige Bleibatterie hier. Wenn man die zusammenbaut, also wenn man sie baut und befüllt sie mit Säure, hat die tatsächlich eine Spannung. Das ist wirklich so. Das ist kein Quatsch. Dann die Kabel haben wir. Dann gucke ich mal weiter, was wir damit anzetteln können. Mit dem erstmal nichts, ne? Dazu braucht man nämlich... ich glaube, da braucht man wieder einen Motor. Nämlich diesen. Genau, jetzt müssen wir noch diese Kupferspulen machen. Das machen wir auch. Nicht Kupferspulen, sondern das sind hier so Bleispulen, ne? Und da brauchen wir Clay. Lehm. Und da der Redlet Gott sei Dank mitgedacht hat und hier nicht alles weggemacht hat, so, bauen wir uns den wieder zusammen und bekommen hier Lehm. Coole Sache das. Also so kriegt man wieder einen Lehmblock. Dann kommt der Lehmblock hier in die Mitte rein und außenrum war das jetzt, war alles Blei, ne? Deswegen auch dieses viele, viele Blei. Von diesen Spulen brauchen wir sowieso ein paar mehr. Ach, da geht ja, ach so, ja gut. Hm. 18 noch hier oben drin. Ich nehme mal das hier raus. Mach mal 10. Ich mach 12. Warum, weiß ich nicht. Ich denke, das war recht viel. Ich habe das mal in der Testwelt ausprobiert, diesen ganzen Kram. Ist auch schon eine Weile her. Und da habe ich das so in Erinnerung, dass wir da recht viel davon gebraucht haben. So, jetzt brauchen wir oben und unten Eisen. Hier unten, also so hier. Dann kommt der Magnet hier in die Mitte rein. Dann kommt oben und unten Eisen und Blei. Jetzt haben wir einen Motor. Nee, der Magnet geht hier drauf. Den brauchen wir definitiv dazu. Dann brauchen wir, bevor ich das jetzt herausnehme, Motor anklicken. Nein, nein, hier, das brauche ich. Solarturbine. Diese Solarturbine, brauchen wir hier so einen Fan. So einen, nicht Fan, Fend. Ventilator, wie auch immer. Das kann jetzt sein, dass es Probleme macht. Das, Moment, nee, umgedreht war es. Die kommen hier in den Ecken. Und in der Mitte noch eins. Noch ein Eisen, ne? So, Fan. Dann gehe ich hier nochmal rein. Motor, halt. Was sind das hier eigentlich? Das brauche ich nicht. Die Solarturbine, die können wir jetzt schon zusammenbauen. Dann haben wir nämlich das Teil. Das wird nämlich unseren Strom erzeugen. Eine Solarturbine. Scheiße, das ganze Silber hier und so, ne? Und das auch noch. Wir brauchen unbedingt eine Kiste für den ganzen Kram. Die stellen wir mit da hinten hin. Also hier hinten. Dass ich da nicht durcheinander komme. Also, da war das Dingsbums. Dann kommt das da her und war es jetzt Blei? Oder war es, ich weiß nicht. Glas war es. So. Ja, Glas habe ich. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die Solarturbine. Das ist ein Ding. Dann mache ich eine Kiste. Da packen wir nämlich das Gerödel gleich rein. Dann haben wir wieder alles so ein bisschen zusammen, ne? Eine Kiste, komm, wir machen eine silberne draus. Dann ist ja alles schön einheitlich. Außerdem ist Silber das, wo wir recht viel haben. Übrigens, diese 23 Diamanten, eigentlich waren es 24, aber ich habe mir noch hier einen schicken Nanosuit-Helm gemacht. Das waren, in Wirklichkeit waren das... 8, 9 Diamanten. Und das habe ich mit dieser Ruby Pickaxe mit Fortune abgebaut. Und dann kommen natürlich auch mal mehr gefallen als nur einer. Ist also eine richtig geile Sache. Also, Kiste. Faktorisation. Eigentlich hätte ich es ja lieber hier irgendwo in der Nähe. Ne? Das wäre mir lieber. Hier bauen wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen auf. Ach, wie machen wir das jetzt? Faktorisation. Ich möchte es nicht so in die Ecke klatschen. Machen wir es erstmal so. Faktorisation. Das Material lasse ich auch hier drin. Das heißt, das nehme ich erstmal nur für Faktorisation.
So, hier ist Kabel. Dann diese eine Batterie, das ist so elektrischer Kram. Die leere hier daneben. Dann haben wir noch einen Magnet. Die Solarturbine. Am besten in die Mitte, weil das ist schon ein fertiges Teil. Moment. Bevor ich das jetzt wegtue. Das sind Rohstoffe. Damit das überhaupt so ein bisschen funktioniert, brauche ich ja das ganze Silber. So. Ich nehme mal trotzdem diesen Magnet noch mit. Ich habe nämlich eine ganz üble Vorahnung. Und zwar, wie eine Mirror nennt sich das, diese Spiegel. Hier. Da muss nämlich außenrum Silber und in der Mitte eine Glasscheibe. Und dann bekommen wir diese Sonnensegel, die im Zentrum diese Solarturbine haben. Ne? Also das Sonnenlicht wird gebündelt und heizt dann im Endeffekt aus einem Kern auf, so eine Maschine, die im Kern steht, die Wasser verdampft. So wird da irgendwie der Strom generiert. So funktioniert das. Also hier innerhalb von Minecraft. Hier haben wir diese Sonnensegel. Ne? Tolle Wurst. Also diese Sonnensegel, da machen wir jetzt mal ein paar, damit sich das lohnt. Das sind jetzt 17, da geht noch was. Ich will ja eine starke Energiequelle bauen. Ich will ja diese ganzen, ja, ökologischen Energiequellen hier so miteinander zusammenfließen lassen. Und wenn diese Energieversorgung dann steht, 24, lass mal überlegen. 8, 3 mal 8. Das sind jetzt 25. Ich könnte natürlich noch anderes Silber nehmen. Oder haben wir noch was im Angebot? Irgendwas im Angebot. Hier nicht. Hier sind nochmal Silber. Das ist aber nicht das Richtige. Und das nochmal reinhauen. So. Das Blei. Hier haben wir Kabel. Gut. Magnet scheine ich jetzt doch nicht zu brauchen. Dann nehme ich hier noch ein bisschen anderes Silber raus. Mit ein bisschen Glück funktioniert das. Das müsste man mischen können. Ja, geht. 26. Machen wir erstmal 26. Das kriegen wir alles schon hin. Guti, dann haben wir 26 Sonnensegel. Ein Plätzchen dafür habe ich noch nicht. So. Das reicht nicht. Da kommt eine Batterie dazu. Ich hätte aber gern noch ein paar mehr. Wir haben doch noch Säure und sowas, ne? Hier. Ich hätte mindestens gern ein oder zwei Batterien für den ganzen Spaß. Die Säure, die Säure. Ach, ich habe doch genug Säure. Das ist Kreosit Oil. Das hat bloß die gleiche Textur, ne? Also, das war hier und das Eisen war. War es jetzt außen oder innen? Ich dachte, das wäre so gewesen. Und das Blei hier. Ja. Eine. Dann habe ich insgesamt zwei. Ach komm. Was soll der Geiz? Coole Sache, das. Halt. Dann nehme ich hier gleich ein bisschen was mit. Die ganzen Spulen. Wenn wir irgendwas brauchen, gehen wir einfach in die Kiste rein. So. Diese beiden stellen wir auf. Das hier oben ist so gerödelt zum Bauen selber. Halt, das muss ich mit hier runter, weil wir müssen das Ganze ja anknuddeln irgendwann. Das ist Material und das ist auch Rohmaterial. Ne? Was macht denn das eine Redstone da? Wo habe ich denn das rausgezogen? Ja, ist egal. Mit dem Lehm. Gute Frage, ob wir das überhaupt nochmal brauchen. Ich tue nochmal mit in die Kiste rein. Also so ein bisschen Rohstoffe, fertig, aus. So, jetzt zeige ich euch noch was. Ich muss aber hier nochmal kurz was aufladen. Von meinen ganzen Mining Tours. Reisen mit Mining Tours. Und das lade ich in der Farm auf. Ich habe nämlich ein bisschen was gemacht noch nebenbei. Und zwar habe ich eine Scheißgrube ausgehoben. Nein. Ich habe hier noch eine zweite Farm in Planung. Das ist ein Plan, ja? Da ist keine Farm, das ist noch ein Plan. Das wird
eine nicht gemanagte Farm. Also wie die hier, aber nicht gemanagt. Die wird ja komplett gemanagt von der Farm selber, ja? Also Bepflanzung, Ernten. Und die hier, die muss man selber bepflanzen. Also die macht nichts, sondern sie erntet nur die Sachen, die drauf wachsen. Also hier kommt Zuckerrohr her, hier kommt Kaktus her. Da bin ich nochmal am Auspaldobern, wie man die stellt, weil die natürlich hier angehen. Und es werden Früchte geerntet. Und damit wir schnell ein Erfolgserlebnis haben, die Baustelle ist schlecht ausgeleuchtet, sehe ich gerade. So. Damit wir ein Erfolgserlebnis haben, habe ich hier spezielle Bäume angepflanzt, die Früchte droppen. Wie hier dieser gezüchtete Silberleim, der Äpfel droppt. Dann ist hier noch ein Silberleim, der droppt Kirschen. Und dieser droppt sowieso Kirschen. Und die werden geerntet von dieser Farm. Und jetzt gilt es herauszufinden, welches Setup-Format hier gut ist. Und wie viel die zu droppen, das muss ich erst sehen. Es ist laut hier. Mal kurz verdrücken. Also es gilt herauszufinden, wie viel das droppt von der Rate her. Das muss man so ein bisschen laufen lassen. Und dann entscheide ich, wie wir das weiterverarbeiten. Die Kirschen lassen sich nämlich auch zu Seedöl pressen. Und dieses Seedöl, das will ich ja benutzen dann, um zum einen Maschinen treiben und auch hier, dass wir so einen Tank voll machen. Also ich will diese ganze Landwirtschaft industrialisieren, aber mit Verstand. Das dauert halt. Guti. Also das werden wir auf alle Fälle machen. Ich gehe mal kurz ins Betty. Gezaubert. Was haben wir jetzt gemacht? Nichts haben wir gemacht. Was wir machen könnten. Wir haben ja noch 20 Pünktchen über, ne? Wir verzaubern jetzt noch ein Buch. Ich möchte nämlich meinen Mining Drill noch ein bisschen aufwerten, aber das bringt ja nichts, weil es kostet mich auch noch Punkte, den dann mit dem Amboss zu, ja, wisst schon, ne? Also vielleicht sowas um die 10 oder 11 könnten wir mal versuchen. Hier. Was ist denn das? Was ist ein Smite? Tja, das weiß ich nicht. Smite, Smite, irgendwas. Habt ihr wieder was zum Nachschlagen? Und ich auch, das weiß ich jetzt nicht, deswegen lasse ich auch die Pfoten davon, lasse das erstmal hier drin. Ich weiß es wirklich nicht, was das ist. Das ist mir neu, ich habe das noch nie gehört. Gut, diese Geschichte hier braucht noch was. Wir haben ja auch jede Menge Diamanten. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Also diese Energie, die lässt sich zum einen hier schon verwerten für Öfen und sowas. Also das ist aber umständlicher Quatsch. Wir machen das ganz anders. So ähnlich wie mit diesem Turm hier wird das laufen. Wir werden diese konvertieren und dafür werden wir diese Power Converters Sachen verwenden. Und zwar muss ich das hier mal suchen. Also das ist eine Möglichkeit. Wir können Industrialkraftenergie draus machen. Das ist natürlich saugeil. Oder, und oder, das ist ja das Schöne an Powerkraft, Power Converters. Hier, ne? Der hat diese Faktorisationskonsumer, Producer und so, Producer. Das haben die Leute, die Gründenkacke, wieder was zum Aufregen, ja? Also so Leute, die Dinge auf Nichtigkeiten reduzieren, auf Oberflächlichkeiten, damit sie sich im Kern so ein bisschen besser fühlen. Das gibt's ja. Für die mache ich das extra. Ja, so ist das. Judy, also, wir brauchen... Wie heißt denn der Bursche? Das ist so der zentrale Block, der hier. Diese Energiebrücke. Die kostet uns einen Diamant, die kostet Redstone und Gold. Reddit hat ja schon ein bisschen was vorbereitet und da er genug Diamanten hat, was kostet die Welt? Jetzt habe ich nämlich genug. Und ich wollte euch eigentlich auch noch zeigen, Redstone war doch da auch dabei, wie das mit dem Mine so läuft, ganz genau. Also das ist jetzt total falsch gewesen. Das Gold kommt nämlich in die Ecken. Dann der Redstone hier oben und unten. Und was war das jetzt noch? Meine Güte, echt. Ach, Glas. So, das ist so der zentrale Block, diese Energiebrücke. Da brauchen wir auch nur eine. Dann brauchen wir diesen Konsumer. Ach, du dickes Ei. Aber der braucht doch keine Solarturbine. Doch, braucht er. Kriegen wir noch so einen Motor raus?
kriegen wir hier, ja, das, das. Schade, dass das hier nicht drin bleibt, ne? Also, da, dann brauchen wir noch so einen Ventilator und Glas. Einen Ventilator, den kriegen wir noch hin. So, so, so und so. Einer reicht auch in dem Fall. Dann kommt er in die Mitte. Es kommt hier Glas außenrum. Und unten der Motor. Ach, ich habe den Motor noch gar nicht. Ich knall die. Ach, scheiße. Nein. Da. So, und jetzt noch diesen Motor. Vier Spulen unten. Vier Spulen. Dann der Magnet. Oben und unten Eisen und links und rechts Blei. Was macht das eigentlich noch hier drin? So, dann nehme ich das gleich mal raus hier, dass wir nicht durcheinander kommen. Auch Creepers Dust nehmen wir raus, also Schießpulver. Gut, jetzt diesen Motor. Gut, dann können wir den Konverter schon mal zusammenschrauben. Ich brauche eigentlich nur einen, ganz genau. Viermal Gold brauchen wir noch. Sehr schön. Dann kommt das Ding in die Mitte. Das ist jetzt ein Versuch, weil ich genug Material habe durch meine Mining-Touren. Da haben wir den Consumer. Da fließt diese Energie dann hinein. Also muss das hiermit in unser Rundum-Sorglos-Paket. Das ist Blei. Das ist die Energiebrücke, die wir dazu brauchen. Und jetzt sucht man sich eine Energie, in die wir transformieren wollen. Wir können zum Beispiel, können wir auch Dampf herstellen damit. Das wäre auch eine Option. Oder Industrialkraftenergie. Oder hier, könnt ihr auch gucken. Was immer ihr wollt, könnt ihr mit herstellen. Universal elektrische Energie können wir damit herstellen. Oder Bildkraftenergie können wir auch machen. Wir haben natürlich eine Menge Bildkraftenergie schon, ne? Wenn wir natürlich alles zentral machen, das heißt, hier der Turm macht Bildkraftenergie, Benzin hat zum einen Industrialkraftenergie, also EU, und Bildkraftenergie wird hergestellt, ne? Also irgendwie läuft alles zu Bildkraftenergie, da würde sich das anbieten. Wir können natürlich aus Lust und Dollerei auch mal was anderes machen. Wir können zum Beispiel auch Dampf damit herstellen. Das ist eigentlich auch eine lustige Option, wie ich finde, ne? Also eigentlich wirklich eine lustige Option, aber da kommt nicht viel rum. Weil wir können bloß kleine Dampfmaschinen damit betreiben. Das würde aber gehen. Ich kann euch das gerne mal demonstrieren. Da brauchen wir bloß so eine kommerzielle Dampfmaschine. Die haben wir nur zusammengeschraubt. Das sind nämlich Eisenplatten, Iron Gear. Waren das jetzt zwei oder drei? Ich weiß es nicht. Ich muss mal noch ein paar nachmachen. Wir haben ja eigentlich genug Eisen hier am Start. Mache ich das mal schnell. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Dann kommt die hier hin. Dann nehme ich mal ein Glas. Nee. Das nicht. Hier kommt ein Piston hin. Ist ja eine normale Maschine. Also hier so eine Dampfmaschine. Und oben kommt jetzt hin drei dieser eisernen Platten. Kommerzielle Steam Engine. Und wieder Gold außenrum, ne? Also wenn mich nicht alles täuscht, war das wieder Gold. So. Gut. Ja, genau. So. Und jetzt Producer. Also Producer. Korinthenkacke-Alarm. So, dann können wir von hier nach hier konvertieren. Also wir stellen mit Faktorisation Energie her, mit Hilfe der Sonne, der lieben Sonne, die hier diese Solarturbine treibt. Dann haben wir diese Faktorisationsenergie, die können wir umwandeln über diese Brücke in Steam, in Dampf. Oder wenn wir sagen, nein, das ist doof, wir brauchen noch was, es geht nämlich dazu,
ein, nicht Hochvolt, sondern IC2 Lowvolt Produzent. Da brauchen wir nur einen LV-Transformer. Das war nämlich der, den ich hier noch hatte. Ganz genau. Und der hat jetzt auch Gold gebraucht. So soll es sein. Den machen wir auch noch hin, weil das ein schönes Experiment ist. Dann haben wir nämlich EC2-Energie damit. Ich bin nämlich immer noch am Überlegen, wie ich das mit dem Anzug mache. Also mit meiner tollen Rüstung. Das ist ein Konsumer. Ich brauche aber einen Produzenten. Das ist sehr schön gemacht mit den Rezepten. Sehr innovativ. Muss ich sagen. Also einfach nochmal reintun und dann hast du genau das Gegenteil von dem, was du haben wolltest. Das ist verdammt clever gemacht. So, tolle Wurscht, ne? Dann haben wir schon so ziemlich alles zusammen. Was wir da für diese lustige Geschichte brauchen und was wir da noch machen müssen, wir brauchen einen Platz, wo wir das Ganze aufstellen. Versuchsgelände, Testgelände A sozusagen. Zuerst habe ich ja gedacht, hier oben drauf. Hier oben drauf ist natürlich genial, ne? Auf dem Haus oben drauf. Noch so eine Energiequelle ist schon eine geile Sache. Allerdings braucht das Ding ja Wasser. Von daher bietet es sich an, es im Wasser zu machen. Und da hier so diese ganze Energiegeschichte in diese Richtung zeigt und in diese Richtung fließt, werden wir es einfach hier in diese Richtung bauen. Hier dahinter, unmittelbar dahinter. So habe ich mir das überlegt. Da müssen wir jetzt mal so einen kleinen Steg hinbauen. Ich komme zu nichts, ja. Das ist eigentlich so viel und die ganze Geschichte ist auch irgendwie voll spannend. Aber ich muss es halt schön strukturiert auch aufbauen. Übrigens habe ich hier einen zweiten Laser, weil ich so viele Diamanten habe. Jetzt können wir es uns aussuchen. Wie wir das machen. Ich habe gedacht, wir machen schon so einen kleinen, gemütlichen, befestigten Weg. Was haben wir denn da noch so? Ja, Ziegel ist blöd. Ich meine, so ein Holzweg ist schon schön, ne? Im Wasser, das ist schon nicht schlecht. Also. Jetzt überlegt Redlet, was für ein Holz er nehmen soll. Kirsche ist ein bisschen dunkel. Ich wollte eigentlich was Neutrales, aber nicht gerade wieder grau. Rot ist ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Keine gute Idee. Das ist vielleicht ein bisschen blass. Wir können auch stinknormales Teak nehmen. So. Hast du nicht gesehen. So, ich muss wieder schlafen gehen. Ach ja, ist das eine spannende Angelegenheit. Mit der Farm, das Paldover ich noch aus. Das machen wir dann das nächste Mal, wenn ich es auspaldovert habe. Die Bienen müssen automatisiert werden, der Alveri muss aufgestellt werden. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Aber diese Geschichte hätte ich gerne noch tuckern lassen, weil Energie sich ja vermehrt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Na, dann machen wir das so. Wir kommen... Der Turm steht ein bisschen ungünstig. Ja, man könnte jetzt hier rumgehen, ne? Ich tue es trotzdem mal stirnseitig hier hinten mit anflanschen. Nämlich so hier. Dann machen wir es hier. Na komm. Erstmal so einen kleinen Steg. Weil wenn das auf dem Wasser steht, ist es eigentlich perfekt. Ja, so ist gut. So ist sehr gut. Fast ein bisschen weit, aber das passt. Wenn das hier das Zentrum ist und hier außenrum sitzen dann die Spiegel, das ist gar nicht mal übel. Das ist okay so. Das müssen wir dann so ein bisschen abschirmen. Nicht so hier. Ah, ich muss mal kurz hier so. Dann können wir sogar noch ein Stückchen in diese Richtung gehen hier. Weil der Bursche braucht hier in der Mitte ein Loch. Ja, Holzplattform ist auch so eine Sache, ne? Da ist schon wieder diese Biene. Ich höre sie ganz genau. Der sitzt nämlich dann hier. Und hier ist dann das Wasser drin. Also müssen wir unten den Kran noch irgendwie abschirmen.
Nämlich so. Sonst pumpt er uns wahrscheinlich das Meer leer. So. Der nimmt ja oben das Wasser weg, ne? Also können wir das eigentlich offen lassen. Das müsste nichts machen. Also es müsste funktionieren. Ich hoffe es. So, dann muss hier Wasser rein. Ich nehme das jetzt auch nicht aus dem Teich. Das ist auch witzig. Ich gehe zum Wasser holen an Wasserhahn, ja? Und wohne irgendwie am Meer. So, das müsste gehen. Dann kommt nämlich hier ein Eimerchen rein und hier. So, und dann müsste das eigentlich stehen. Das steht aber nicht. Wieso nicht? Ach so, wegen da unten. Jetzt steht's. Dann müssen wir das so machen. Das zählt alles nichts. So, und dann kommt diese Turbine. Kommt mal du mit. Habe ich Bleikabel dabei? Ja. Ich kann gar nicht sagen, wie weit man das ziehen darf. Wir werden das alles vor Ort umwandeln. Wahrscheinlich dann unterirdisch. Da kommt die Turbine hierher. Und die holt sich das Wasser von unten. Ne? So, da haben wir schon mal die Turbine. Und hier außenrum sitzen dann die Spiegel. Da muss ich aber erstmal gucken, welchen Abstand, dass wir alle hinbekommen. Und ich hätte gern maximal 32 dieser Spiegel. Also müssen wir genau gucken, in welchen Abstand. Ne? Aber ich kann es mal grob zeigen, wie das funktioniert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was nicht viel bringt. So, das ist so eine Minimalversion, ne? Und wenn wir hier... Ich glaube, da kann man auch direkt eine Batteriebox daneben anschließen. Das können wir mal versuchen. Ob das erlaubt ist. Ja, verbindet sich. So, dann hat man schon eine kleine Energiequelle. Und das bauen wir jetzt schön in groß. Bauen das Power Converters Zeug hier gleich mit ein. Also wandeln diese Energie gleich um. Aber ich nehme an, durch diese Kabel geht was verloren. Dann wandeln wir das um entweder in Industrialkraftenergie oder in Dampf. Weil Dampf können wir unendlich weit übertragen. Ne? Durch Bildkraftpipes. Also das wäre auch eine Lösung. Ja, gucken wir mal. Ich mache ein Bäuschen. Tschüss.